Hallo Löwe, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Löwe. Heute möchten wir doch mal mit dir, das Tarot und ich, deine Monatslegung für Juli 2022 dir ein bisschen näher bringen und auch vielleicht dein Unterbewusstsein ein bisschen aufwuseln, ein bisschen zum Arbeiten bringen. Warum ist das so wertvoll? Einfach aus diesem Grunde, weil, Löwe, wir haben beobachtet, dass du wirklich das ganze Jahr 21 bis 22 immer mal wieder in so einem Hoch und Runter bist, emotional vor allen Dingen. Und hier möchte das Tarot dir einfach sagen, Löwe, du hast die freie Wahl, wie jeden Tag zu entscheiden, ob du einen Weg gehst oder nicht. Aber die geistige Welt möchte dir Erzengel Josphiel zur Seite stellen. Das spüre ich jetzt schon energetisch, ja. Und dir zu sagen, zapfe die Quelle deiner inneren Weisheit an. Bitte wirklich die geistige Welt, auch Erzengel Josphiel, dir die Erleuchtung in deiner Situation zu geben, zu zeigen, näher zu bringen, um die Unterstützung, die du wirklich real bedarfst, wirklich auch zu bekommen. Ja, wir schauen mal. Das war schon energetisch echt eine Bombe. Guck mal, ich sag's gerade noch. Warum ist das so wertvoll? Deine Hauptenergie im Juli wird sein, entweder der Wunsch nach einem Neubeginn, ja, für einige von euch, das heißt, die Entscheidung zu treffen, in einer Partnerschaft zu bleiben, die bewusste Entscheidung auch zu treffen, was man gerade macht, ob man untreu wird, ob man vielleicht eine Fleischwurst kauft oder wie auch immer. Deine Hauptenergie zeigt schon, dass eine Veränderung unabdinglich sein wird. Eine Veränderung, die wichtig ist, in deiner ganzen Welt, in deiner imaginären Welt, in deiner Realitätswelt, wirklich etwas zu verändern, ob du möchtest oder nicht, weil eine Belastung, ein Schmerz, etwas, was unausgesprochen ist, etwas, was dir wirklich schon so auf der Seele brennt, wird sich im Monat Juli zeigen, wo du keine andere Wahl mehr haben wirst, wie entweder dich diesen Dingen zu stellen oder aufzuatmen und dankbar zu sein, dass hier eine Befreiung reinkommt. Wieso? Löwe, schau mal, meine Tochter ist auch Löwe, ja, und es ist wirklich so, dass man beobachten kann, dass die Löwen eine so tolle Energie haben, wo aber auch die Vergangenheit, und das kann schon gestern gewesen sein, einen großen Stellenwert haben. Man hat eine Anhaftung hier an Verhaltensmustern, Identifikationsschwierigkeiten vielleicht auch. Die einen oder anderen haben einen Todesfall erlitten, ja, die sie noch nicht überstanden haben. Die anderen können einfach nicht aus Angst oder wie auch immer. Löwe, du bist so eine Power-Energie. Du hast so viel Willensstärke, ja. Du hast wirklich ein Element Feuer in dir, wo ich sage, Löwe, traue dich im Monat Juli das tiefste Begehren in dir wirklich zu zeigen. Lasse los und kläre deinen Geist, kläre deine Situationen, spreche mit den Menschen im Monat Juli, die Gespräche bedürfen. Gibt es Familienthemen, dann rede mit der Familie. Ja? Gibt es Streitereien, dann kläre es. Möchtest du keinen Kontakt zu der Familie haben, aus welchen Gründen noch immer, ist es auch okay. Aber treffe die Entscheidung, die für dich gesund ist. Eine Lücke in deinem Herzen, eine Lücke in deinem Sein möchte geschlossen werden. Aber Löwe ist ein Überlebenskünstler. Löwe mit seiner impulsiven Art und Weise weiß genau, wie er etwas verstecken kann, wie er etwas zurückhalten kann, wie Löwe mit Situationen umgehen kann, ohne sein wahres Ich zeigen zu müssen oder ohne aus dem Closet rauszukommen. Okay? Du wirst begleitet von einer Jungfrau-Energie, warum auch immer, ja, schon Anfang des Monats, der ganze Monat Juli wird dich eine Jungfrau begleiten, die Warmherzigkeit vielleicht auch, vielleicht auch ein Familienmitglied, jemanden, den du kennenlernen möchtest oder wirst, wie auch immer, okay, ist vielleicht vom Sternzeichen Jungfrau. Du hast die Möglichkeit, dein ganzes Leben anhand einer Transmutation, anhand einer Veränderung, die kommen wird, egal ob sie gefällt oder nicht, es ist immer zu deinem Gunsten. Jede Veränderung, auch die Bewegung, auch der Urlaub, auch die Reise, auch, was weiß ich nicht, ein Umzug, alles, was eine Erneuerung ist, alles, was eine Veränderung darstellt, ist immer, damit du erkennst, dass das, was du im Jetzt, im Hier und Jetzt hast, ist nicht mehr gut, nicht mehr ausreichend, nicht mehr genügend, ja, und kann dich nur noch in eine Situation bringen, wo du entweder routinierst oder wo du entweder alles schleifen lässt oder es noch mehr Probleme geben kann. Hier geht es darum, du solltest im Monat Juli die Situation ernst nehmen
und die schönen Seiten sehen. Die schönen Seiten heißt zu erkennen, wenn ich mich befreie, wenn ich diesen Konflikt angehe, ja, wenn ich diese Entscheidung in der Partnerschaft treffe, bleibe ich oder gehe ich eine Dreieckskiste ein, mache ich die Dreieckskiste publik, entscheide ich mich für einen von den beiden Partnern, wenn es dein Fall ist, ja, oder gehe ich auf jemand Neues zu. Du möchtest Liebe haben, ja, aber du kannst auch beides verlieren. Du kannst alles gewinnen oder alles verlieren. Der Monat Juli sagt, vertraue, Löwe. Vertraue auf deine Intelligenz. Vertraue auf deine Kapazität. Ich sehe dich als ein Löwen, der bereit sein wird, nach einer Zeit der Versöhnung, nach einer Zeit der Versöhnung mit sich selber vor allen Dingen, nach einer Zeit des Wiederaufbauens seiner emotionalen Welt, nach einer Zeit der Festigung, nach einer Zeit des Verständnisses, des Ausruhens auch, kommt dieser Löwe wieder in seine Energie und trifft die Entscheidung, sich entweder für einen Menschen, für einen Ort, für einen Weg, für eine Lösung zu entscheiden und dann darauf zu bauen, dass das Richtige ist. Bleibe nicht in einer Dreieckskiste. Möchtest du etwas verkaufen oder kaufen, ist im Juli ein guter Moment, um die Finanzen zu regulieren. Glücksspiele für die einen oder anderen, eine Erbschaft steht auch vor der Türe für den einen oder anderen. Aber vor allen Dingen ein verständigungsenergetischer Impuls wird auf dich zukommen durch etwas, was sich verändern wird. Eine Schwangerschaft, die dir einen Reifeprozess bringt, eine schwere Entscheidung, die du treffen darfst, okay? Eine neue Liebesgeschichte vielleicht auch. Viele Sachen können die Ursache sein, aber es ist eine Kollektivlegung, denk dran. Aber Löwe, generell ist es darum, wichtiger zu erkennen, dass deine emotionale Welt ja wirklich total im Chaos sein kann, bewusst und unbewusster Natur, du aber der Meister des Verdrängens bist und sagst, es ist alles im Flow, ich brauche mich nicht entscheiden, ich lasse es auf mich zukommen und wir gucken mal, wo der Hase langläuft. Mag richtig sein, aber du kannst das nicht dauerhaft machen, weil es geht an deine Gesundheit, es geht an deine Psyche, es geht an deine Energien. Und hier geht es darum, du wirst gezwungen werden, einen Kraftaufwand zu machen. Du wirst gezwungen werden, auf die Schwangerschaft abzugeben, falls du schwanger wirst. Du wirst vom Leben gezwungen werden, zu erkennen, dass ein Weitermachen auf diese Art und Weise nicht gesund ist. Ja, also lass es lieber zu, dass hier die Liebe in dein Leben kommen kann, die Selbstliebe, die Liebe zu einem Kind, dass deine Mutter dich auch wieder lieben darf, die Liebkosung in einer Mutter spüren darf, wenn du noch eine Mutter hast, okay? Es werden viele Gespräche geführt werden im Monat Juli mit Familien, mit Freunden, mit Patienten, mit Kunden, mit was weiß ich nicht, aber die Hauptenergie ist Vertraue, dass diese Entscheidung, die du treffen wirst bis Ende des Monats, ja, das Richtige sein wird, egal ob du gewinnst, egal was du verlierst. Positiv wird sein Liebe, positiv wird sein Sexualität, positiv wird sein spiritueller Reichtum, positiv wird sein Schwangerschaften, positiv wird sein Verwöhnungen, ja, Versöhnungen vor allen Dingen, Anerkennung, Wertschätzung, Vertrauen, Klarheit. Also das sind positive Sachen, die auf dich zukommen können. Was bedarf es, eine klare Entscheidung zu treffen? Objektiv genug zu sein, konkretisierte Sachen auch umzusetzen, Dinge zu manifestieren, nicht mit Gefühlen anderer zu spielen, auch nicht mit deinen Gefühlen. Einige von euch, habt ihr noch die Notwendigkeit, alleine zu bleiben, als Single vor allen Dingen? Lieber die Sexualität genießen, die Zweisamkeit genießen, den Kontakt genießen. Eine Partnerschaft für Singles kann sich geben, aber wenn du merkst, du bist noch nicht bereit, dann bleib einfach noch ein bisschen alleine. Du wirst sehr intuitiv unterwegs sein, sehr feinfühlig unterwegs sein, sehr hellsichtig unterwegs sein, sehr achtsam, Krebs, Löwe, mit einer Krebsenergie, mit einer Jungfrauenergie, Stier, Jungfrau Steinbock, ist hier sehr viel am Start. Widder, Löwe, Schütze ist auch am Start. Zwilling, Fische und Skorpion ist auch am Start. Also du hast hier viele bunten Energien, wo ich sage, wow, es macht wirklich Sinn, hier ein bisschen auf dich selber Acht zu geben und das tiefe Begehren, was in dir drinne ist, zu klären. Was begehrst du? Was möchtest du? Du wirst aufgeschlossen sein können, ja. Aber auch ein negativer Aspekt ist, dass zu viel Impulsivität, zu viel Routine, ja, dich nicht dabei unterstützen könnten, vielleicht eine klare Entscheidung zu treffen. In der Liebe, die Singles, es kommt die Möglichkeit, in eine Partnerschaft zu gehen. Aufpassen mit ungewollten Schwangerschaften. Egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, Single oder nicht Single. Aufpassen mit ungewollten Schwangerschaften. Ja? Familienthemen müssen geklärt werden, werden auch geklärt werden, die dich befreien,
die dich also auch wirklich mehr integriere mit dir selber, aber auch mit der Familie, wenn eine Klarheit reinkommt, und wenn nicht, gehe einfach deinen eigenen Weg. Bringe dich zum Ausdruck, vertraue ein bisschen mehr. Viele Sachen werden sich immer wieder aufspiegeln, weil die Vergangenheit muss dringend geklärt werden. Ja, du brauchst dringend eine Lösung, also eine, wie heißt das auf Deutsch, ich komme noch nicht aufs Wort, eine Abhängigkeit, die darf gelöst werden. Entweder haftest du an der Kohle, du haftest an Emotionen, du haftest an der Vergangenheit, irgendwas ist, was dich nochmal an etwas anhaften lässt, ja? Und hier geht es darum, finde deine eigene Stabilität, finde deine Sicherheit durch viele Gespräche, durch viele Aufwachungsenergien, die sich dir zeigen werden, aber vor allem durch die Ehrlichkeit, auch gesund an dich zu denken. Achte auf deine Gesundheit, Sport, wenn es geht, genügend Schlaf, gesunde Ernährung, ausreichend vor allen Dingen dich bewegen, wenn es möglich ist. Denk dran, Stress ist absolut nicht gesund im Monat Juli für dich. Eine Powerlegung, eine mega geile Legung, eine mega inspirierende Legung, vor allen Dingen für dein Unterbewusstsein. Und hier geht es darum, Löwe, es wird ein toller Monat, immer und dann, wenn du bereit bist, ja, nicht so viel Acht auf die Kohle zu geben, nicht so viel Acht auf die Arbeit zu geben, nicht so viel Acht auf die Partnerschaft zu geben, sondern Acht auf deine emotionale Welt, auf einen Neubeginn, einen Neustart, neues Abenteuer, neue Erlebnisse, neue Geschichten, alles Neue kann und darf gelebt werden, immer und dann, sobald du bereit bist, dieses auch zu leben. Ja? Eine Feierlichkeit kommt auf dich zu, ein Heiratsantrag vielleicht auch, eine Geburt, eine Taufe, eine Kommunion, irgendwas, auf eine Feier wirst du eingeladen werden und du feierst selber. Ja, genieße es einfach und widme auch der Familie ein bisschen mehr Zeit. Schätze die Familie ein bisschen mehr, wenn du kannst. Die Zahl 5, die Zahl 6, die 56, die 65, die 3, die 43, die 4, die 9, die 56, die 93, die 39, die 73 und die 47, die 11 könnten vielleicht von Bedeutung sein für den einen oder anderen von euch. Ja, am 3.7. wird ein toller Tag, am 4. gibt es einen kleinen Tiefpunkt, am 9. sind wir wieder hoch her, am 7. geht es wieder darum, aufpassen, vertrauen, bleib in der Ruhe. Der 4. und der 5. können vielleicht aufwuselnd sein. Der 6. wird wieder sehr gestärkt sein für dich. Am 2. könntest du vielleicht erfahren, dass du schwanger bist. Oder wenn du am 2. Geschlechtsverkehr hast, könnte es sein, dass du am 2.7. sogar schon schwanger wirst. Okay? Also lass es auf dich zukommen. Hier geht es darum, kommuniziere, bringe dich zum Ausdruck. Lasse es zu, dass die geistige Welt dir wirklich die Zeichen sendet, die es bedarf und die gerade für dich wichtig sind, zu hören und zu erkennen. Löwe, du machst gerade, ich glaube, im Monat Juli mitunter den schwierigsten Entwicklungssprung durch deines Lebens, den du eigentlich angehen könntest. Also es wird echt schon eine krasse Herausforderung, die sich aber lohnen wird, auf jeden Fall anzugehen. Okay? Wow. ZWMOGWMXF. Pass diese Namen an, Kosenamen, Herzensmenschen, was weiß ich auch immer. Und wenn du merkst, es passt nicht, dann lass es ziehen, dann ist es für irgendjemand anderen, für einen anderen Löwen. Das Kollektiv ist sehr groß. Ja? Treff die richtige Entscheidung, heiße den Neubeginn willkommen. Denk dran, du hast die Kapazität, anzufangen, nicht anzufangen. Loszulassen, nicht loszumachen. Das, was du entscheidest im Monat Juli, wird ein großer Einschnitt sein für den Rest deines Lebens womöglich, aber vor allen Dingen für den Rest dieses Jahres 2022. Also entscheide weise, in aller Ruhe und lasse dich auch wirklich leiten von der geistigen Welt oder von den Menschen, die auch wirklich dir zur Rate sein können. Ein Termin für Juni habe ich noch für eine private Legung oder eine zielorientierte Therapie. Sonntags 19 Uhr starten wir unser Live-Chat, also sei auch dabei. Danke, dass du meinen Kanal like, teilst, abonnierst, kommentiere. Jedes Kommentar wird von mir persönlich beantwortet, um dir eine nähere Hilfestellung zu sein. Also traue dich auch wirklich, dein Statement dazu abzugeben. Und hast du eine Frage, anhand deines Kommentars werde ich dir beantworten. Okay, Löwe, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe und ran an den Monat Juli. Es ist ein inspirierender Monat, auch wenn diese Legung sich für dich, aus welchem Winkel du auch immer diese Legung dir anhörst, nicht gerade inspirierend ist, aber dein Unterbewusstsein hat die Message erhalten und wird dir genau den Weg weisen, der absolut der richtige ist. Also trau dich, aus dem Closet rauszukommen. Bis dahin, ich wünsche dir alles Liebe. Bye.